Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal ein dickes, fettes Sorry für die kurze Pause, die entstanden ist. Ich habe ja hier zu Hause einen neuen Rechner zusammengebaut und irgendwann kam der Zeitpunkt, da musste ich den Arbeitsspeicher und die Grafikkarte aus meinem alten ausbauen, um diesen in den neuen einzubauen. Und da war dann der Knackpunkt. Das hat etwas länger gedauert, also der Einbau ging eigentlich fix, aber den Rechner wieder zum Laufen zu bekommen und alles zu installieren, hat einfach mega viel Zeit in Anspruch genommen und dann kam sogar noch die Arbeit dazwischen. Heidewitzka, ich hoffe, ihr verzeiht mir diese kurze Unterbrechung, aber ich glaube, ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass das passiert, weil das das letzte Video war, was ich gemacht habe mit den noch funktionierenden alten Rechner. Mein Gott, sieht aus, als ob die Pocken hätte, ne? Heidewitzka, wir müssen woanders hinlaufen, das ist extra zum Start der Folge mich so doof positioniert. Okay, ja, wir haben die Nacht mega gut überstanden, die letzte. Wir haben fast so gut wie gar keinen Kontakt mit Zombies gehabt. Und tatsächlich hat die Falltür auch Bombe funktioniert. Die sind da reingefallen und die Stacheln haben alles gegeben. Jetzt komme ich leider an den Section nicht mehr dran. Jetzt könnte ich mir das da noch angeln, aber ich glaube, da kommen wir nie dran, ne, oder? Nee. Take, doch, guck mal. Können wir tatsächlich sogar noch plündern. Boah, plus 10. Ja, meine Frage wäre tatsächlich, geht der Flammenwerfer durch diese Wände durch? Das Ganze ist ja feuerfest. Und wenn ich jetzt hier einen Flammenwerfer hinstellen würde, würde der die flambieren, die Zombies, die da drin sind? Eigentlich könnte man das Ganze aussetzen, indem wir den da hinten mal abbauen. Aber ich will keinen abbauen. Ich will lieber einen neuen bauen und das so testen. Ne? Wäre sinniger, glaube ich. Kann man ja auch so auf den Boden stellen. Ne? Langsam wird es wieder hell. Ich habe ja noch eine Taschenlampe. Zapp. Und ja, will natürlich eine sichere, schicke Basis bauen. Ne? Es müssen noch Wände hin, viel Verstärkung und. Also wir haben noch richtig viel zu tun und die nächsten Nächte werden auf jeden Fall auch noch härter. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So, was brauchen wir denn nochmal für einen Flammenwerfer? Ich muss mal schauen. Range, da. Puh, ist eigentlich nix, ne? Bisschen Stahldraht noch. Eisendraht meine ich, Eisenplatten. Stange und diese blöde Fallenmaschine halt immer, ne? Warum man auch eine Fallenmaschine braucht. Keine Ahnung, wie der Entwickler auf sowas kommt. Aber man braucht sie, ne? Die Fallmaschine braucht noch ein Zahnrad. Okay, das kriege ich hin. Fallmaschine. Und jetzt fehlt wahrscheinlich eine Menge Eisen, was wir uns besorgen müssen, oder? Eine Menge Eisen. Warum stecke ich das nicht um? Ess mal eine Beere. Und habe jetzt echt nach ein paar Tagen schon wieder den Faden verloren, ey. Das geht schneller, als man gucken kann, wenn man so Projekte macht, ne? Das können wir umstecken. Das können wir nicht umstecken. Ein Laserschwert. Okay, was haben wir denn hier alles? Bärenpelz. Wir wollen ja noch ganz viele neue Sachen bauen. Also es gibt ja eine Menge Sachen, die wir noch gar nicht ausprobiert haben. Und das will ich natürlich auch noch ausprobieren. Aber ich komme gerade nicht klar. Also wir brauchen jetzt nicht mehr die Fallmaschine. Jetzt brauchen wir Metall, glaube ich. Ne? Rungle. Zack. Ja, wir brauchen einfach nur dumpfes Metall. Ne? Dafür gehen wir ein bisschen rumkloppen. Auf Steinchen. Was haben wir hier? Reload. Wir brauchen weitere Hasenfälle. Ich will, wenn die Basis dann auch steht, tatsächlich ein bisschen umziehen mit der Basis. Da ist ein Hase drin. Nicht umziehen mit der Basis, mit der Falle, mit diesem Köder, der viel zu gut funktioniert, muss ich sagen. Ne? Oh gut, ich habe gerade einen Patch runtergeladen, vielleicht haben sie das ja gefixt. Ich denke aber nicht, weil die Zombies laufen alle zu den Ködern, als ob es keinen Morgen gibt. Fang du mal deine Häschen und deine Füchschen. Ist ja nur für Kleinvieh. So. Und die haben wir noch. Oh, das muss repariert werden tatsächlich. Oh, ich habe keinen Ast. Aber ist nicht so schlimm. Heidewitzka, der ist ja schon leer geballert. Oh, er hat sofort geballert oder was? Nee, ne? Der lädt sofort nach. Okay. Der hier müsste auch leer sein. Okay, das macht nichts. Das bauen wir uns in Ruhe. Wir haben jetzt elendlange Zeit. Bis zur nächsten Nacht. Heidewitzka. Noch richtig lange Zeit. So, gut. Aufwerten des Laserschwertes. Ich bin ja gerade mächtig dabei, das Laserschwert, oder besser gesagt das Lichtschwert, aufzurüsten. Und das kostet jetzt wie viel? Laserschwert oder Lichtschwert. Wo bist du? Da. Es kostet jetzt eine Adlerfeder. Und einen Adlerknochen. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen Adler gesehen, kann das sein? Und der Rest ist eigentlich ziemlich simpel. Das Gute ist, wir können ja jetzt sowieso auf Reise gehen. Wir müssen natürlich noch Wände bauen und so. Oh Gott, das ist noch so viel zu tun. Und ich möchte die Zombies sehr gerne kanalisieren, dass sie durch meinen Fallenapparat durchlaufen müssen. Sprich, also ich könnte hier eigentlich viel abbauen,
Und ihr habt mir geschrieben, wo ich den bauen darf, den Hammer. Ich hab's vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. Hier, den doofen Hammer. Den will ich bauen. Und dann können wir tatsächlich sehr gut abbauen hier. Aber wir wollen erstmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln, damit wir mehr zurückbekommen von dem Material. Dann können wir die alte Basis fast sogar komplett abreißen und eine neue erstellen. Falsches Werkzeug. Deshalb brauchen wir eine Menge Eisen. Aber mit Stufe 4 geht es echt gut, ne? Er ist noch ein Stein. Tatsächlich? Nee, ne? Kalkstein, Felsbrocken. Woraus haben wir denn diese Eisendinger bekommen? Aus den schwarzen? War das aus den schwarzen Steinen? Ja, ne? Das ist nur ein Stein, den man nicht wegfetzen darf. So, dann gehen wir mal auf Spaziertour, ne? Ich glaube, das sind doch die schwarzen Steine. Wo wir eher das Eisen herbekommen, im Eisenbarren. Und wo kann man wohl einen Adler finden? Enten habe ich gefunden. Ein Adler? Noch gar nicht. Also, wo wir noch gar nicht waren. Warte, muss doch mal ein Wolfsgeräusch machen, ne? Kollege. Muss doch mal so ein Geräusch machen wie ein Wolf. Das ist ein Uhu. Wo wir noch gar nicht waren, ist hier. Da gucken wir sogar gerade drauf zu. Wir gehen einfach mal hin. Unterwegs sammeln wir hier die dicken Steine. Und Eisen und was wir alles so brauchen. Und nutzen das einfach, um Material zu farmen. Du bist ja schon Stufe 4. Eisenerz, genau. Viermal. Heidewitzka. Und nutzen heute mal den helllichten Tag aus, um zu dieser Location zu kommen. Wir können hier nichts wirklich mehr entdecken, tatsächlich, was wirklich wichtig wäre. Weil wir ja schon das Spiel durchgespielt haben. Wir müssen nur zum Flughafen gehen und einsteigen und diesem proportional viel zu großen Flugzeug nach Hause fliegen. Da sind sogar zwei schwarze Steine nebeneinander. Und es gibt meistens auch noch ein bisschen Kupfer dazu. Hat hier eine Power, die Dame. Frauenpower! Nochmal vier, also das kriegt man echt viel. So, auf zu dieser Position. Ich weiß nicht, was da ist. Aber allzu besonders wird es nicht sein, glaube ich. Adler? Adler, oder? Nein. Rabe. Ach. Immerhin macht er das Wolfsgeräusch. Wo bist du denn? Die müssen es auch ein bisschen stärker machen. Taugen leider auch nicht die Bohne, die armen Würstchen. Wow. Erstmal daneben fetzen. So, ich finde das Spiel sehr gelungen. Es müsste noch ein bisschen ausbalancierter werden und vielleicht die Endquests ein bisschen komplizierter und mehr, weil man doch relativ schnell durch ist, wenn man ganz schafft, man wahrscheinlich am ersten Tag, denke ich mal, wenn man den ganzen Nachweisen hin nachgeht. Oh, schlägt aber komisch jetzt. Aber man kann ja da bleiben, das ist ja das Schöne. Man muss ja gar nicht wegfliegen. Und da kriegt man sogar immer die Info, dass man es gebaut hat. So, neue Gefilde. Da sind wir noch lange nicht. Ein bisschen weiter, ne? So. Und nicht totlaufen, das wäre jetzt nicht schön. Open Sunday. Offener Sonntag. Ah, hier kriegst du auch mal schön Kupferdrähte raus oder Kupfer. Wie gesagt, wir nutzen das Ganze auch zum Looten und ich muss irgendwie einen Adler finden. Keine Ahnung, wo man einen Adler findet. Komm her. Oh, das haben sie neu gemacht. Dass das sogar ein Laserschwertgeräusch macht. Ha! Wie geil ist das denn? Ich liebe es jetzt schon wieder. Aber einen Adler habe ich bis jetzt. Ich glaube, ich habe noch keinen gesehen. Ich weiß es nicht. Wir looten uns zu unserer Ortschaft da oder was auch immer das ist. Was ein Gerödel man kriegt, ne? Also ich brauche jetzt dringend nichts, ne? Also Eisen. Und das könnten wir auch mal skillen, dass das schneller geht, ne?
Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich schneller geht. Wahrscheinlich durch den Patch. Die ganze Animation ist auch ein bisschen anders. Oder der Sound. Gefühlt. Weil der echt kacke war. Boah, jetzt sind viele Sachen am liegen. Ich habe eigentlich keine Angst vor gar nichts mehr. Ja, auch die Hordennächte nicht. Aber die werden schwieriger. Die werden schwieriger. Ah, ich habe Eisenbahn gefunden. Cool. Mittlerweile wie viele? Ein. Gut. Aber Eisen können wir so schnell selber herstellen. Boah, ist das viel. Aber ich war auch noch nie hier, ne? Kupferdraht. Boah, der hat aber einen Platten. Einen super Platten. So, jetzt, ich loot jetzt nicht jedes Auto her. Wie ist ja wahnsinnig. Fox, ich komme! Ja, wie ist ja Dulle im Kopf. Aber hier müssen doch noch. Wenn hier keine Zombies sind, dann. Waren wir aber auf jeden Fall schon mal hier. Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit. Das blöde Kupfer. Laserschwert. Laser müssen wir im Gebäude vielleicht. Haben sie ja auch einen Patch gemacht. Zombie down noch mit dem Laser. Boah. Haben sie die ja mal heller gemacht von innen, wer weiß. Nein, haben sie nicht. Also ich habe den 7er Schwert, wow, noch gar nicht ausgetestet beim Zombies. Aber scheint sehr stark zu sein. Selbst die Dicken, die gehen schnell down. Dunkle Jeans, ich glaube, die haben wir noch nicht. Ist kein Loot doch da. Schöne Eisenbarren und eine doofe Armbrust. Weg damit. Ich habe zu viele schon. Also es ist auf jeden Fall nicht heller geworden im Haus und dann habe ich so langsam den Verdacht, dass die Entwickler das so wollen, dass das so dunkel ist. Kann ja auch sein, ne? Wenn der Entwickler das so will, dann macht er das halt so. Ist ein freier Mensch. Jetzt viele Fässer. Boah, ist aber jetzt stark, das Schwert, ne? Zwei Schläge. Fast sogar ein bisschen zu stark. So, ich bin fast schon in der Position, oder? Ja. Da unten waren wir auch schon mal. Wie gesagt, wir haben lange Zeit. Und dann geht natürlich der Basenbau weiter. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in dem Auto loote. Ich bin so lootsüchtig, ne? Aber ich muss auch einen Adler finden. Das ist auch wichtig. Ah, das sind doch so auf Berge oder sowas, oder? Und wenn ich jetzt die Straße folge, kommen wir auch zu einer Stelle, wo wir noch nicht waren, aber in der Richtung, wo wir schon mal waren. Das ist ein bisschen lame. Aber Adler gibt es bestimmt nicht oft. Aber wir brauchen, glaube ich, noch nicht einmal das Bärenfell. Das brauchen wir noch nicht. Und das ist wahrscheinlich so das epischste Fell von alle. Davon haben wir so viele. Dass da keine XP für gibt, ne? Selten jedenfalls. Okay, jetzt machen wir eine Linkskurve. Alter, das ist ja voll das Super Laserschwert geworden. Das Spiel wird immer leichter von Patch zu Patch. Ihr meckert da drin rum, ne? Gibt's was zu meckern? Was? Aufs Maul. Diese Erfahrungspunkte noch dabei machen, ist auch cool. Noch so eine lame Kiste. Habe ich noch Munition? Die Nächte werden härter, auf jeden Fall. Können wir einen drauf lassen?
Mit der 5 Eisenbarren. Ein paar Kupferbarren habe ich auch schon, ey. Ist geil. Kupfererz und Kupferbarren. Da freut man sich. Das ist ein Sperling, glaube ich. Matsch, matsch. Ja. Weil er sich so leicht fangen lässt, ne? Was soll ich tun? Okay. Also, Laserschwert, Lieblingswaffe. Einfach mal so. Und diese Straße einfach zu Ende. Keine Ahnung, wo wir gleich landen. Nicht da, wo ich den Marker gesetzt habe. Oh, guck mal, ein Schniggers essen, wa? Oh, Stufe 4, den können wir auch noch ein bisschen aufwerten. Adler! Wo leben Adler? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo Adler leben. Überall, oder? Und bei mir hier in Recklinghausen leben keine Adler? Nein. Also Gebirge? Ihr opfert euch doch. Der arme Würfskin. Okay, die haben sie verbuggt, die Vögel. Das ist gut. Sperlinge jagen einfach. Oh, guck mal da hinten. Aber da waren wir doch schon. Ja, da gucken wir gerade direkt hin. Was war das nochmal? Ach, das Gefängnis war das, genau. Das war ja super einfach da drin. Hirsch, wo laufen wir jetzt gerade hin? Was gibt es hier denn noch Map, sozusagen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Das ist ein Berg. Das ist ein Hasi. Der Hasi ist weg. Okay. Jetzt komme ich an dem Berg vorbei. Ein bisschen Wiese ist ja auch noch hier im Wald, ne? Oder besser gesagt nichts. Aber wir müssen mal am Ufer gucken. Vielleicht sehen wir ja was man noch erkunden kann. Da hinten. Also ich gucke jetzt gerade weg auf eine Stadt da. Also ich kann nicht weiter scrollen oder sowas. Wir sind ein bisschen skurril, oder? Ist auch außerhalb der Map. Also ich hätte sehr gerne einen Adler gefunden. Ich will halt das mächtigste Schwert aller Zeiten haben. So mächtig, dass selbst ein echter Jedi keine Chance gegen ihn hätte. Flattert schon einer rum. Muss man aufpassen. Schwarzer Stein. Ups. Springt in den Tod. Oder nicht? Hm. Zum Erholen ab und zu mal ein paar Steine kloppen. Gehen wir wieder Ausdauer dazu. Komisch. Gefiffen. Rabi. Tschüss. Ach, Hasi, was will ich denn von dir? Ich habe genug Hasenfälle mittlerweile. Unsere Fallen haben wahrscheinlich auch wieder ordentlich zugeschnappt. Was für eine fucking Stadt sehe ich denn da am Horizont, die überhaupt nicht zur Map passt? So, ja, komm, Bär, wenn einer in der Nähe ist. Ich habe keinen Schiss vor dir. Ihr Riesenbrocken. Zack. Und da drin mal klemmen, ne? Und hopp. Wir brauchen viel Metall, tatsächlich. Aber wir könnten noch eine Ente mitnehmen, weil... Oh, die Sounds haben sich verändert. Ich hab mich getroffen? Nee, ne? Ich habe daneben geschossen. Wir können die Ente noch gebrauchen für was anderes. Zwar, wir können ja auch noch mehr Dinge upgraden.
Okay, die Sounds haben sie verändert. Interessant. Was ist denn der Marker, den ich gesetzt habe? Ja. Aber mich interessiert wirklich die Stadt, die man sieht, die eigentlich gar nicht in der Map ist, ne? Da laufe ich gerade direkt drauf zu. Laufe ich dann gegen eine unsichtbare Wand oder was wird passieren? Eine andere Dimension. Oder da gibt's die Adler. Aufregung. Die Tiere sind hier sehr seltsam. Richtung Osten. Hallo Hase. Da bin ich ja mal gespannt. Also jetzt müsste ich mittlerweile außerhalb der Map sein, oder? Fast. Ist die Map doch größer, als ich erwartet habe? Oder als ich mit gerechnet habe? Oh, die Stadt ist nur so ein Bild im Hintergrund, aber sieht nicht so aus. Ich glaube, ich laufe gerade so auf eine Stadt zu. Ja? Da ist, wir laufen einfach weiter Richtung Osten. Da hinten. Oh, ich laufe mich tot. Vorsicht. Aus voller Gesundheit sterben, weil man läuft. Ah, nimm den richtigen Mann. Ach, die lädt immer nach. Ist aus wie ein Adler. Nee. Auch wieder ein Sperling, oder? Schon verdammt groß. Taube? Ja. Ein Täubchen war's. Schade. Okay, jetzt können wir mal auf der Map schauen. Also ich gucke direkt drauf zu. Ich bin gar nicht mehr in der Map. Maximal rausgescrollt, maximal reingescrollt. Ich habe mit der Map nichts mehr am Hut gerade. Und das ist schon sehr weit weg von zu Hause, aber das ist eine riesige City da. Vogel? Ja. Ich denke, meinen Adler erkennen wir sehr gut. Machen wir ihre, haben ja ihren eigenen Sound, denke ich mal. Lauf. Aber dahin laufen ist schon heftig, ne? Sieht das so aus, wo wir da hinkommen? Da ist auch noch eine Stadt. Ach, das sind einfach nur, ich wette mit euch, Bilder. Und die sind gar nicht zu erreichen. Das heißt, wir laufen eigentlich völlig für den Arsch lang und sind irgendwo im Nichts. Aber finde ich schon besser, als wenn da einfach nur Berge wären. Also sieht man schon, dass die Entwickler da sehr viel Liebe reinstecken. Aber da kommt eine Brücke. Mann! Man ist doch neugierig und will das erkunden. Eine Brücke? Aber voll lang ist die. Ist das denn nur zu erreichen oder nicht? Was glaubt ihr? Komm, wir schließen Wetten ab. Ups. Ja, ich habe an meinem zweiten Rechner, da habe ich alles angeschlossen, als ich den unterm Tisch gestellt habe. Auch noch eine Maus, die ich unterm Tisch liegen habe. Da habe ich zwei Mäuse angeschlossen. Ich bin zu faul, die abzuschließen und deswegen komme ich mit dem Fuß ab und zu eine Maus. Hier ist aber auch kein Lebewesen mehr, kein gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich... Dass hier wirklich was ist. Nee, die Brücke geht auf der anderen Seite, seht ihr? Nein, da ist auch zu Ende. Man muss doch ab und zu mal erkunden. Also Ölexcess-Spiele sind dafür da, um erkundet zu werden. Hier ist zu Ende. Hier kommst du nur noch über den Stock und Stein. Und quälst dir wahrscheinlich ordentlich einen ab. Aber zu der Stadt kann man noch nicht jedenfalls. Vielleicht wird sie ja irgendwann da sein. Also das Spiel wird ja mehr Story kriegen, als das, was gerade drin ist. Das ist ja Ölexcess. Nur wenn man es durchspielen kann, heißt das ja nicht, dass es safe ist. Ne? So, jetzt holen wir uns ein bisschen Eisen, gehen nach Hause. Suchen auf dem Weg noch ein Erdläschchen.
Bis jetzt habe ich doch keinen Adler gehört, gesehen. Weiß nicht, was so lange dauern würde, ne? Naja, hallo Enti. Komm hin irgendwie hier hoch. Ist das denn eine Höhle? Oh. Der war schon ein bisschen stärker. Also ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass den Spieler lag läuft. Das ist das Problem. Gut. Wo kommt ihr her? Ja, Lumen. Der Entwickler will nicht, dass man hier rumläuft. Der schickt der Zombie auf den Hals. Wenn man zu weit außerhalb des Spiels geht. So. Da kommen wir jetzt hoch, oder? Wir können auch verdammt gut klettern, manchmal. Mal so Richtung nach Hause. Wir haben jetzt ja eh einen ganz komischen Weg vor der Nase. Wir sind wieder auf der Map, Gott sei Dank. Gehen wir mal hier durch, so. Weiß nicht wenigstens, wo ich lang will. Oh, das ist doch... Nee, das ist ein Rabe. Super schnell das Ding, ne? Ah, ich würde es schon gerne auf die nächsten Stufen bringen. Viele können dann nicht mehr kommen. Da brauchen wir uns von nichts zu fürchten. Einfach nur Laserschwertknopf halten und los geht's. Boah. Oh oh. Fällig aus so eine Kanten. Mit ganz viel Gehüpfe kommt man da schon irgendwie raus. Okay. Wo ist der Adler? Hirsch. Hirsch heiß ich. So. So ein Adler, sieht riesig aus. Nö, ein Rabe war's. Schade. Neue Sounds? Warum nicht, ne? Sind verkackt Sounds, aber Laserschwert ist cool. Turbo Boost. Ja, eigentlich sträuchen wir nur durch den Wald. Hier ist nicht wirklich Besonderes, ne? Eine Reh? Aber da brauchst du ja jetzt hier nicht jagen, die Viecher, weil hier gibt es irgendwie genug. Aber die nicht. Schweine sind eher. Das ist jetzt, als ob wir damit 500er Kaliber draufballern. Wo ist das hin? Egal. Auf jeden Fall viele Tiere hier unterwegs. Ich dachte, wir gehen so auf so einen Berg. Das war so ein bisschen meine Fantasie. Wegen einen Adler. Aber die gibt es tatsächlich nicht. Ich müsste beim Marker angekommen sein, der bewegt sich so schnell. Ja. Der ist relativ leer außenrum, ne? Also hier hinten waren wir auch noch nicht. Will ich jetzt zwar nicht mehr hin, jetzt gehen wir nach Hause und bauen. Leider. Sperling? Ernsthaft? Viel zu groß. Taube wieder. Warum sind Tauben so riesig? Alter. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das alles vor mir? Also ich sehe die große... Stadt. Also jetzt, man guckt immer komisch. Das ist eigentlich jetzt zur großen Stadt.
Richtung nach Hause. Ja. Rechts hatten wir die kleine Station da unten. Und auch ganz hier oben auf dem Berg kein Adler. Schade, da gibt es scheinbar ganz wenige mit auf der Map. Ja, langsam. Fallschaden sehr gut. Boah, das war hoch. Guck mal, hat sie nicht interessiert. Ja, der ein oder andere Fehler ist noch im Spiel, aber ist ja LXS. Ist nur ein Sperling, der ist so klein. Ist ja gar nicht. Rabe. Hat man schon gehört. Ich finde schon, dass die Tierwelt hier nicht so brutal ist. Ist auch ein großer Flattermann. Oh, das hat weh. Schokoriegel würdig. So. Wir sind immer noch sau hoch. Aber kein doofer Adler. Habt ihr Ahnung, wo der Adler ist? Gibt bestimmt nicht viele Adler hier im Spiel. Bei Eulen. Eulis. So viele Tiere mit reingemacht, ne? Aber leider keine Adler. Keine Ahnung, wo wir den finden. Da oben flattert was. Aber das ist doch bestimmt wieder ein Rabi. Erwischt. Erwischt. Den anderen finde ich noch nie wieder. Rabe. Leg ich mal. Und so ein bisschen, das sieht das auch ein Scheiß. Munition fallen lassen. Freiwillig. Oh, bin wieder voll. Jetzt brauche ich wieder alles, ey. Shit. Wäre blöd, Munition wegzunehmen. Eine Ente. Ne, eine Taube war es wieder. Mann! So riesig. Man muss jetzt eh nach Hause. Tasche ist wieder voll. Da gibt es ja nicht so viele Adler. Vielleicht nur einen einzigen oder so. Das Vogelhaus hat bisher nur noch keinen einzigen Vogel angelockt. Das ist auch kein Adler vom Geräusch her. So, ups. Ja, noch ein großer Flattermann da hinten. Das ist ja gar nicht, oder? Ein süßer Spiel. Warum gibt es denn so viele verschiedene Vögel hier im Spiel, ey? Vögelhausen. Tut euch den mal an, den Endboss hier. Ja.
Und er war so stolz auf sich. Ein Endboss weniger. Was macht ihr hier? Ich kann dich auch noch wegfetzen. Oh, gibt eine Menge zu looten. Wer weiß, wann wir das brauchen. So, Fässer. Alles voll, aber kein Adler. Ist auch wieder ein Rabe, ich habe ihn gerade schon gehört. Ist ganz schön viel. Hier ist ein bisschen laggy. Und da sind wir durch. Weggefetzt. Oh, hier dir. Achso, ist gar nicht tot. Auf dem Dach gibt's hier auch. Auch so ein Endboss-Zombie. Oh, ein Fass noch. Ich muss aber echt langsam nach Hause. Ich will ja noch was bauen, ein bisschen. Leider, leider kein Adler. Das war so meine Hoffnung in der Folge, dass wir einen Adler finden. Um zu bauen, ne? Das ist ein bisschen schade. Naja, wir können den Hammer abbauen, also den Abbauhammer machen. Und dann gucken wir mal, wo wir abbauen. Materialien kriegen wir auch alle wieder. Aber erstmal geht's nach Hus. So. Ich habe da nämlich noch so einen Basenplan im Kopf. Müsste ein bisschen länger werden und dann wird das genau bei die Ente? Ente gut, ne? Ja, so eine Ente. Ja, halt. War doch nett. Aber wenn du mir so vor der Nase läufst, Hasi. Wir haben nicht wirklich viel Eisen gesammelt, ne? Also den Bär ja gepatcht. Ich habe bis jetzt noch nie einen einzigen Bär gesehen. Ach, guck mal, schon bei der Basis. Das hast du wirklich gemerkt, dass ich so weit schon gelaufen bin. Ey, die Witzke, der Kapitane. So, gut. Hier, diese Falle. Die ist cool. Ja, muss man einfach sagen. Wir brauchen jetzt keine Eisen machen, also... Ah, die haben den Bär nicht gepatcht. Hast du irgendwo einen Dings gesehen? Ein Adler? Bär? So viel Kacke dabei jetzt, ne? Küche? Geht nicht. Fünfmal Geflügel. Ja klar, wir haben ja Flügel platt gemacht. So, was wollte ich jetzt bauen? Ey, scheiße. Eine Falle wollte ich... Achso, den Hammer wollte ich bauen. Den können wir ja, wie gesagt, bei uns im Crafting-Menü bauen. Da ist er. Kein Platz, muss ich darauf achten. Und ich habe genau einen... Den wollte ich gerade wegwerfen. Das ist ja witzig. Wir räumen erstmal ein bisschen auf. Wir müssen ja hier keinen Stress machen. Unnötigen. Also wir haben Pelze, Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Pelze, Pelze, Pelze. Noch mehr Knochen hier. Sperlingsfeder. Oh. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Egal. Feder. Knochen, Knochen, Knochen.
Trocken. Knochen, Knochen. Das war es, glaube ich, an Gefieß, ne? Fleisch können wir ja garen. Das ist ja kein Problem. Hier rein. Boah. Ich habe auch ein Gedöns. Ich habe noch zwei Zahnräder, okay. Hier Fett auch noch. Okay. Jetzt brauche ich erstmal ein Material, ist ja klar. Deswegen lasse ich die. Habe ich nur die Tierzeugsklamotten rausgeworfen. Wir bauen uns mal schnell den. Ups, ich wollte gar nicht reparieren. Den Hammer. Den ich jetzt nicht mehr bauen darf, weil er den kleinen Stein. Wo ist er denn hin? Was zufälligerweise genau der, den ich außersehen geklickt habe? Nein, der kleine Stein. Oh, nee, ne? Wie dämlich. Genau der Ding habe ich gerade verwendet zum Reparieren. Ulkig. Vielleicht muss er das mal haben. Aber ist ja nicht schlimm. Das Ding liegt ja überall rum. Mit dem Riesenhammer. Ich habe gedacht, das wäre der richtige gewesen. So. Einmal sortieren, damit alles wieder gerade ist. Das ist ein Abbautool. Das habe ich noch nie benutzt. The first time. Was kriegen wir denn wieder? Ach, guck mal, das ist sogar Inventar sogar. Wie geil. Das kann ich aufheben. Geil animieren, ne? Die Fallmaschine gibt's wieder, Seile ohne Ende. Ein Neubeginn. Das kann ja bleiben. Stört ja bleiben. Meine erste Falle war das, glaube ich, ne? Tausend Fallmaschinen. So, ich glaube, damit haben wir alle abgebaut, ne? Muss erstmal zusammenbrechen, der ganze Kram. Okidoki. So, die hier ist ja ganz cool, auf jeden Fall. Das soll ja so sein, dass die Zombies hier hochkommen und auch da langlaufen wollen, ne? Die meisten werden aber runterpurzeln. Und dann muss das hier eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Wir können natürlich auch verwinkelt bauen. Wir laufen ja eh dann den Gang lang. Mal gucken. Und das Ding soll dann natürlich voller Fallen stehen. Der Plan war ja, wie gesagt, schauen, ob der Flammenwerfer da durchflambieren kann. Weil zündet hier ja eh nichts an. Ist ja alles nicht entzündbar. Was fehlt denn? Achso, Eisendraht und Eisenstange. Kommen hier auf einmal, hey, Mann. Nein, 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 nein. Boah, das ist, ja, mir wurde schon gesagt, ich soll vorsichtig mit dem Hammer sein. Das baust du da alles ab, ey. Wo ist er jetzt hin? Egal. Ich hab ihn in der Hand. Ja, und jetzt? Der hab ich doch weggenommen. So, Craft. Okay. Eisendraht. Was andere? Eisenstange, ne? Okay. Ja, die Frage der Fragen. Wird der flambieren? Durch die Gitter. Ist einfach einer der geilsten Sachen, die man hier bauen kann. Natürlich alles anzünden können, was im Umkreis ist, ne? Und die sind, glaube ich, nicht brennbar hier. Die haben noch nie gebrannt. Was heißt, der Zombie, der kommt hier hoch, fällt da rein, plumpst, up, und. Oh-oh. Wie habe ich das denn jetzt aufgemacht? Scheiße. Och Mann, da muss ich das jetzt echt abbauen.
man kriegt relativ gut Widder, ne? Ach, ich Depp. Ich hab vergessen zu. Ah, jetzt ich könnte mich wieder im Arsch treten. Ich wollte das so skillen, dass wir mehr Material wieder bekommen. Hab du extra die Punkte gesammelt, wie doof. Sorry. Ihr kennt ja das, diese Nikotinsucht. Wie lange geht das schon wieder? 15 Minuten gleich. Okay, B. Wollte ich das bauen? Wirklich? Nein. Oder? Warte mal. Verlangt. Was? Aus Kunststoffen? Das ist auch neu, oder? Materialien für Gebäude aus Stein, minus 15? Ja. Erhöhte Geschwindigkeit. Gab es nicht irgend so ein Skill, dass wir besser abbauen können? Ausweichen, mehr Platz. Ist auch immer gut. Ist einfach nur billiger zu bauen. Hier. Da, ja klar, Demolish. 10% Rate, alles klar. Bisschen spät, leider, ne? Okay. Was für ein Klotz haben wir denn da mal hingebaut? Ist das. War doch. Ja klar, Upgrade. Reine Stange, ne? Also klar. Das war der Plan. Die da reinfallen, machen nämlich ganz schön Schaden. Ich hoffe, dass der Flammenwerfer da durcharbeiten kann. Der wird sowieso erstmal alle Flammen, die jetzt da angelatscht kommen und da hochrennen wollen, ne? Zweimal Platte, einmal, dreimal Stange. Einmal? Nee, Quatsch. Was denke ich denn da? Eine Platte noch und zwei Stangen. Eine Platte und zwei Stangen. Explosionssicherheit ist wichtig. Wie sieht die wohl aus? Naja, sehr, ich bin besonders, die setzt jetzt nicht aus. Gut, machen wir mal ein paar. Wo gehen denn Barren? Ach, Stöcker fehlen. Kacke. Gut, auf A1 ist das perfekt aufgehoben, ein Laserschwert. Ah, sie. Gott, die Gebüsche wachsen ja wirklich nicht nach, ne? Richtig. Schade, dass ich keinen Adler gefunden habe. Ich hätte echt gern, noch auch mehr aufgewertet. Man merkt ja, wird ja einfach so hammerstark, weil die immer. Der Angriffstempo können wir ja auch noch erhöhen. Blätter können wir auch investieren. Fette hier, elende Gebüsche. So. Okay, wir haben genug. Ich denke, wir haben genug. Dann können wir da ein paar Eisenbarren machen. Foundations bauen. Wie gesagt, wir können auch eine Kurve bauen. Wir müssten aber, ich weiß nicht, die fallen doch auch bestimmt runter, die bescheuerten Eierköpfe, oder?
Wenden warten wir, also ich komme mal hier durch. Hier könnte man zum Beispiel ja wunderschön so ein furchtbare Fallenanlage errichten, ne? Wo bin ich hier falsch? So Mili-Waffen, hier so Schnibbelmaschine. Da kommen die ja gar nicht erst durch. Das wär langweilig, ehrlich gesagt. Ich finde die Schnibbelmaschinen ja ganz cool. Ich habe einen Eisenbahn. Ja klar, ich wollte Eisenbahn bauen. Also alles vollpackt mit Schnibbelmaschinen. Da müssen die erstmal hier lang, ne? Und die brauchen keinen Treibstoff, kein gar nichts. Aber ich weiß nicht, wie viel Damage die verursachen. Also da muss ich mir Gedanken machen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Dann wird gebaut.